Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 Agrarservice der Familie Chaos zusammen mit meiner wundervollen Frau. Hallo. In Frankreich. In Frankreich. Oui. Bonjour. 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 Müsste man das sagen. Parlez-vous français? Was? Ja. Ich kann fließend Französisch, nur mit der Sprache hapert. Oh. Okay, gut, aber Spaghetti schmeckt heute früh? Ja, Le Baguette. Le Baguette, sehr, sehr gut. Also wir sind hier in der Provence mit dem Auftrag, hier diese Felder zu dreschen. Wir haben schöne alte Maschinen, schöne alte Maschinen bekommen. Der Auftrag kommt von Freddy. Mir ist es allerdings bei dieser Karte ein Herzenswunsch, die Karte mal zu zeigen, weil ich habe sie mir runtergeladen, bin hier drauf und habe mich verliebt. Die ist so hübsch. Kein Scheiß, hast du den Hof gesehen? Komm, wir zeigen mal ganz kurz, das müssen wir machen. Ja, komm. Du hast zu viel Baguette und Dinge futtert. Ich weiß. Vollgefressen. Also, das ist ja gar nicht der Hof, das ist ja der Shop. Wir müssen... Le Shop? Wir müssen zum Le Hof. Jetzt komm. I'm still lonely. Wobei man sagen muss, was ich hier eindeutig vermisse, ganz oben rechts, ist, und da kann ich jetzt falsch liegen, allerdings habe ich mich dann echt verguckt, ich habe keine Silos gefunden und habe mir gedacht, okay, doch da hinten ist was. Nee, das ist doch kein Silo. Was ist denn das hier? Das ist der Schweinestall. Eben. Und habe mir dann gedacht, ja gut, wohin mit dem Weizen? Und habe da unten spontan Silos hingestellt. Warum? Hier ist doch ein Silo. Wo denn? Hier ist doch ein Hofsilo. Wo denn? Hier in dem Haus. Ach, da hinten mit dem Röhrle da. Und wo dahinter? Da, nein. Hä? Da rein. Da raus. Das ist ein Silo. Das ist ein Silo. Ja, gut, dann. Ja, okay. Na naja, gut, dann haben wir jetzt halt da unten noch eins. Das passt da ja auch ganz gut rein. Ich finde den Hof schön. Ja. Ich finde die Karte schön. Ich finde das Flair hier schön. Also ich kam hier rein und habe gedacht, ah. Oh. Okay. Genau, deswegen habe ich heute auch schon in meinem Stream gesagt gehabt, gestern, dass sie die Karte mal anschauen sollen. Ich finde auch von der Kartenaufteilung her ist eine schöne kleine Karte. Es ist alles dabei, die Felder sind schön. Ja, in einer sehr angenehmen Größe, also von Oldtimer-Projekt ideal, würde ich sagen. Es sind keine weiten Wege. Es ist auch nicht so übertrieben bergig. Also wirklich, wirklich schön. Und die werde ich mir auf jeden Fall im Hinterkopf behalten. Okay. Ich Oh! Okay. Aua. Voll gegen das Knie. Ich finde auch die Wände hier so schön. Ich finde es einfach unheimlich schön gestaltet. Also an den Macher dieser Map wirklich Respekt. Ganz, ganz toll gemacht. Gefällt mir extrem gut. Aber und auch die Gegend hier. Wenn man mal hier so ein Stück läuft, ja. Ist das nicht... Ja, das ist doch der von der Modding-Welt, der Kuhstall. Das gibt's in dem amerikanischen Pack. Das weiß ich nicht. Ein... Bonjour. Ein Auto. Muss mal ein bisschen dahinter laufen. Ich bin total geflasht von dieser Karte. Da gab's auch mal von Italien eine. Das war auch so im ganz italienischen Flair, so ein bisschen mit den Straßen und das Hügelige. Das fand ich auch so toll. Hier ist die Stadt. So schön gemacht. Oh, guck mal hier. Bistro Le Vuxport. Du hast jetzt dann schon wieder Hunger. Baguette. Bonjour, Madame. Baguette. Es gibt jetzt nichts. Baguette. So, sieht es in Frankreich wirklich so aus? Dann muss ich da mal hin. Das weiß ich nicht. Boulangerie, Patisserie. Was gibt's da? Gibt's da Essen? Pastete. Oh, da gibt's bestimmt so Feinschmecker. Baguette? Oh, guck mal, ein kleiner Kiosk. Ach, ist das süß. Mit Zeitschriften außen dran. Mit einem Chipswägele, was
Grémerie. Oh. Da gibt's Wein und so. Bestimmt Liköre, junger Mann. Social Distance. Tabak ist zu. Tabak braucht kein Mensch. So schön. Was hat er denn jetzt schon wieder? Essen. Willst Chips haben? Darf ich es mitnehmen? Was denn? Farmchips. Wirklich schön. Also ich bin begeistert. Die Karte, die werde ich mir auf jeden Fall noch merken. Ich gehe mal ganz kurz zur Scheune runter. Mal hier einen Rundumblick schmeißen. Was willst du bei der Scheune? Einfach einen Rundumblick. Dann muss ich noch zum Sägewerk. Ja, ein bisschen Bewegung tut dir gut. Hab mich schon ganz schlecht davon. Fördert die Verdauung. Also ganz ehrlich, ich finde einfach, die ganze Umgebung hier ist so schön. Vorsicht, le französischer Betonmischer. Sag mal, der fährt da überall, oder? Ganz ehrlich. Le mischte Beton. Ja, le mischte Arsch. Den kenne ich. BGA. Schickischick. Warum spielen so wenige diese Karte? Ich verstehe es gar nicht. Gut, jetzt fangen wir aber mal an, würde ich sagen. Na Gott sei Dank, endlich geht's los. So. Wir haben nämlich hier einige Felder zu dreschen. Man muss dazu sagen, wir sind alleine hier heute. Wir haben die Helfer nochmal eingespannt. Allerdings haben die sich mit dem sauerbratenden Knödel den Magen verdorben. Sprich, sie konnten nicht spontan mit. Willst du fahren? Oh ne, ich wollte eigentlich gucken, ob er Beifahrer hat. Das heißt, sie sind momentan noch ein bisschen ausgenockt. Wir müssen hier erstmal alleine loslegen. Ui. Ach, da war irgendwas im Sauerbraten nicht gut. Oder okay. In den Knödeln. Oder es war die rohe Eierspeise danach, die nicht gut war. Ja, das kommt davon, wenn man so verfressen ist. Ja, aber sie kommen nach, sobald es ihnen besser geht, haben sie gesagt. Und ich glaube, sie bringen noch andere Verstärkung mit. Das werden wir sehen. Okay. Ja, sie kommen nicht alleine. Und, Hat er eigentlich was gesagt wegen Strohablage? Le Stroham? Le Stroh, das habe ich nicht verstanden. Ich verstehe die Sprache so schlecht. Aber ich würde sagen, ich schmeiße es ihm einfach mal hin. Hoppala. Warte. Ach Gottchen, so vollgefuttert denkt sich schlecht. Wie schnell fährst du? So schnell ich kann. Ah, witzig. Und wie schnell ist das? 10. Danke, das wollte ich hören. Nicht einschlafen. Ja. Du. Ich bin noch da. Du siehst in deinem Drescher so eingeschlafen aus. Ich möchte ja nichts sagen, ne? Aber im Drescher fährst du. Das heißt, hast du gerade in den Spiegel geguckt? Ich meine im Traktor. Weil ich sitze im Traktor. Findest du? Eigentlich bin ich fit, wach und am Abtanken. Also wenn ihr mir einen Gefallen tun wollt, ihr lieben Zuschauer da draußen, dann gebt mir Aufträge auf der Provence. Wir nehmen Aufträge in Amerika, große Maschinen. Oh ja, das wäre auch mal ein Auftrag. So, die Big M, oder wie heißen die? Von der Welker? Die Big Butt. Big Butt, genau. Ja. Solche Aufträge, mal so außergewöhnliche Maschinen, wo man echt sagen, wow, haben wir ja noch gar nicht gehabt. Im Ausland riesige Felder. Wie gesagt, ja. Wir haben Helfer. Wir haben tatkräftige Unterstützung. Wir schaffen das. Also im normalen Rahmen natürlich. Wir können. Ja, wir könnten die Kollegen Welker immer wieder besuchen, oder? Die kennen uns doch. Wir waren da doch. Eigentlich schon. Na? Eigentlich schon. Du meinst mal wieder mit der großen Schleppe? Ja. Hätte ich schon mal wieder Lust. Du willst doch nur wieder mit den großen unterwegs sein da. Absolut. Sollen wir das dann eigentlich gleich verkaufen oder im Hofsilo abladen? Nee, das kommt aufs Hofsilo. Okay. Deswegen hatte ich ja auch danach gefragt.
Moment, ich komm schon, ich komm schon. Es haben sich ja noch einige gemeldet. Was nach wie vor möglich ist im Discord. Wenn man ganz kurz anmerken darf. Genau, für die Helfer. Das heißt, ich muss mal nachzählen. 9. 10, 11, 12, 13 Leute haben wir jetzt. Oh, da ist eine Menge. Ja, aber da geht noch. Also sind nicht alle für alle Aufgaben da. Na, manche sagen ganz klar, sie können nur das, sie wollen nur das. Ist auch völlig in Ordnung, das ist ja auch Sinn der Sache, dass jeder so ein bisschen ganz speziell ist, dann kann man das wunderbar mit einbauen. Aber es darf sich noch beworben werden. Mhm. Im Discord. Musst du dazu sagen? Im Discord, genau, da gibt's. Oder halt unter den aktuellen LU-Folgen. Da sehe ich es auch, da schreibe ich es mir auch raus. Einfach, welche Maschinen habt ihr gern, was macht ihr gern, Besonderheiten, auf was müssen wir achten. Genau. Darf noch gern, und dann kommt ihr auch immer wieder vor, also nicht persönlich, aber namentlich in den Folgen, so wie die gestern, wer es noch nicht gesehen hat. Genau. Da habe ich auch in meinem Stream drauf hingewiesen. Wichtig ist aber auch, dass ihr euch berücksichtigt, wenn ihr je größer eure Maschinen sind, die ihr bevorzugt fahrt, desto weniger kommt ihr vielleicht zum Einsatz. Weil wenn wir so wie jetzt hier relativ kleine Felder haben oder enge Felder haben oder enge Wege haben, da können wir natürlich nicht irgendwie ein 8000er John Deere draufschicken. Also das muss man dann auch berücksichtigen, dass vielleicht einige Helfer dann auf einigen Missionen einfach rausfallen, weil sie zu große Maschinen bevorzugen. Aber das ist doch, ich habe auch ein paar Helfer, die sagen, sie machen nur Mähen, nur Wiese. Ja. Der eine sagt, er pflügt nur. Zwei habe ich, die gerne pflügen, zum Beispiel. Die sind dann, das ist gut für dich. Ja, sehr gut. Aber das ist völlig in Ordnung. Also nicht jeder ist überall dabei. Das ist völlig okay. Ja, finde ich auch gut. Aber das ist halt, ne, wenn jetzt, habe ich nämlich gelesen, dass einige doch recht große Maschinen bevorzugen. Ist auch nicht schlimm, finde ich gut. Aber die sind dann halt nicht auf allen Missionen dabei, vielleicht. Da greifen wir dann vielleicht auf einen Helfer eher zu, der dann einen kleinen Schlepper vielleicht bevorzugt. Oder gar keinen Schlepper bevorzugt, ist natürlich am besten. Ja, aber schau mal, ich habe zum Beispiel vom Jandir Lanz jetzt gehört, dass er gern alte Schlepper fährt, vorzugsweise. Er wäre dann natürlich für das Projekt hier sehr gut geeignet. Definitiv, das meine ich ja. Er hat das nicht auf einen Schlepper festgelegt, weißt du? Er hat gesagt, oh, ich fahre gerne die alten Maschinen. Mhm. Und so kann man ihn dann gut einsetzen. Wenn er jetzt angekommen wäre und hätte gesagt, als Beispiel, er fährt nur einen John Deere 6M, als Beispiel, weil es gerade John Deere ist vom Namen, dann wäre er hier jetzt zum Beispiel nicht in die Auswahl gekommen. Ja. So meine ich das. Ja, aber das passt schon. Wir haben so vielschichtige Aufgaben, wir haben auch viel Mähen, wir haben viel mit großen Feldern. Da kommt jeder irgendwo mal zum Einsatz. Ah, das auf jeden Fall. Das ist ja auch gerade das Schöne daran. Aber jetzt hoffen wir erstmal, dass es denen bald wieder besser geht. Dass sie sich von ihrem Krustenbraten oder Sauerbraten oder was auch immer das war, erholt haben. Darf ich auch ein bisschen von dem Sauerbraten? Wenn du einen verdorbenen Magen willst. Warte mal, nee, ich fahre so rum. Sonst ist das Rohr im Bestand. Also ja, wir waren ja drauf runterfahren. Normalerweise, weil wegen längste Seite, die du fährst. Ja. Aber Ich weiß, aber dann kannst du nicht abtanken. Dann kann ich nicht abfahren, genau, das würde ich nämlich gerade sagen. Weil normalerweise als Drescherfahrer ist es dein Ziel, so wenig wie möglich zu wenden. Hm. Und das schaffst du natürlich, indem du die längsten Seiten vom Feld fährst. Na, das wäre jetzt die hier. Oder? Nee, das ist die nach unten. Ja, das ist die Rauf-Runter-Bahn. Na gut, dann fahre ich jetzt einfach runter. Nein, das wäre das Ziel normalerweise. Du kannst so gerne so fahren, wie du machst. So ist es gut. So kann ich mitfahren. So bin ich neben dir, so bin ich dabei. Da sind wir dabei. Da ist prima. Und was auch so langsam aber sicher vielleicht wieder sein darf, sind neue Aufträge. Ja, haha. Du bist lustig. Also, neu, ja, also, natürlich, nein, neue Aufträge kommen rein. Wir haben im Moment noch 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 Aufträge sind noch offen. Ich wollte da jetzt gerade eigentlich auch noch was zusagen, aber du warst gerade schneller. Denn das war eigentlich in Bezug genommen auf die Aufträge von gestern, die so schön klein waren. Also das war, ich glaube, wenn ich es jetzt richtig weiß, waren es 2 Aufträge, jeweils ein Feld bearbeiten. Ich weiß jetzt nicht, ob beides Feldbearbeitung im Sinne von Dreschen oder ob das eine Mähen war oder sowas. Aber es war halt auf einem Feld. Eine Karte, ein Feld. Das fand ich mal schöne Aufträge als Abwechslung. Also das könnt ihr sehr gerne auch machen, dass ihr uns immer nur ein Feld zum Beispiel sagt und ihr dann eine Karte nehmt. Da könnt ihr auch gerne sowas wie die Provence, irgendwelche exotischeren Karten gerne. Und dann gebt ihr uns da einfach einen Auftrag drauf, ein Feld, was auch immer ihr gerne hättet. Ups, falsch. Hä? Bin ausgestiegen. Ups, falsch Taste. Also ich würde sagen, ganz interessant ist es natürlich, wenn du ein Feld, aber eine Reihenfolge an Aufgaben hast. Ja. Zum Beispiel dreschen mit anschließendem Ballen machen und abtransportieren, zum Beispiel. Genau. So, das ist eine ganze Arbeitsreihenfolge oder anderes, wie pflügen dreschen oder grubbern, Gülle schmeißen, ansehen, was auch immer. Das fände ich gut. Ja, das meine ich, aber das ist halt so schön, dass das dann sich auf ein Feld bezieht. Ja. Genau. Wie viel hatten wir jetzt hier zu dreschen? Insgesamt? Oh, das sind ein paar Felder. 1, 2, 3, 4, 5. Wow, aber okay. Wie gesagt, es kommen ja die Helfer dazu. Also wir werden in der nächsten Folge, sonst müssen wir die neuen einspannen. Ja, ist vielleicht besser, ne? Nicht, dass die hier Kakaritis auf den Drescher bekommen. Naja, wir werden aber abfahren. Wir werden die fahren lassen im Drescher und wir werden abfahren und die Felder im Rucki-Zucki-Gang erledigen. Ich setze alle gleichzeitig auf die Felder, gibt es Go und wir fahren abwechselnd ab. Okay. Also, wer Zeit hat, ab in die Provence für die nächste Folge. Wir warten. Es gibt Croissant und Baguette. Le Croissant. Le Croissant. Und Le Baguette. Ja. Das ist Französisch, musst du mein Le davor hängen. Ach so. Le Croissant, Le Baguette. Kannst du ja Französisch. Oui. Oh. Le Traktor ist auf Le Acker. Nein, ich kann kein Französisch. Ich auch nicht. Aber ich kann bis 10 zählen auf Italienisch. Ja. Mach mal. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Gesundheit. Uno, gelati, per favore. Oh, ein Eis. Ah, ja, siehst du, ich werde überleben in Italia. Was? Aber du musst doch wissen, was Uno Pizza. Uno Pizza Margherita, per favore. Nur Pizza Margherita ist nicht gut. Ja, dann nimmst du halt der andere. Das ist ja Uno wurscht. Spaghetti? Spaghetti? Ja. Come ti chiami, per favore? Was? Come ti chiami, per favore? Ja, yummy, yummy. Hab Hunger, warum? Musst du sagen, mi chiami Tobias. Come sta? Heißt, wie geht's? Ah. Ich sag, bene, grazie. Gut, danke. Si, si. Wir sind in Frankreich. Es stimmt, wir sind in Frankreich. Le Baguette. Le Baguette. Liebe Lü, das soll es mit der heutigen Folge schon wieder gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, die Folge hat euch Spaß gemacht, hat euch gefallen. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr bei uns beiden ein Abo, Daumen hoch, Kommentar da lasst. Schaut sehr gerne beim nächsten Mal wieder rein. Wünschen wir beide euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Ganze anschaut. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.